Es ist jeden Tag neu das Thema des Tages und wird es auch noch lange bleiben. Die vielen Geflüchteten, die weiter bei uns täglich Schutz suchen. Und es ist ein Thema, ja vielmehr auch eine Tatsache, bei der die Meinungen auseinandergehen. Während die einen mit offenen Armen helfen, sind andere Menschen durchaus besorgt und haben Ängste. Und um die zu hören und ernst zu nehmen, ist meine Kollegin Dunja Hayali gestern Abend mal nach Erfurt gereist und hat sich auf einer Veranstaltung der AfD umgehört. Hört auf, diesen Mist zu berichten. Und genau deshalb sind wir heute Abend hier, denn jeden Mittwoch trifft sich die AfD, ruft zur Demonstration auf und wir wollen einfach wissen, was bewegt die Menschen? Warum halten Sie denn eine Kerze in der Hand? Weil ich 89 hier schon mal gestanden habe und momentan finde, dass die Stimmung in diesem Land dermaßen polarisiert wird, einer gegen den anderen. Und vor was genau haben Sie Angst? Man wird in die rechte Ecke gestellt, nur weil man Angst hat vor der Zukunft. Und ich finde keine andere Plattform. Ein Land kann doch nicht so viel vertragen, wie momentan kommen. Das kostet ja auch was und ich habe keine Lust, dass meine Rente gekürzt wird, dass ich mehr Steuern zahlen muss und solche Sachen. Mich interessieren die Menschen aus Syrien, dem Irak, wo Krieg herrscht. Was machen wir mit denen? Warum sind das nur junge Männer, die herkommen? Keine Frauen, keine Alten, keine Babys. Sie wissen aber schon, dass ganz viele der Flüchtlinge, gerade aus Syrien und dem Irak, fliehen. Die sollen zu Hause bleiben, sollen ihr Land wieder aufbauen. Im Krieg? Wir haben auch Krieg gehabt, sind wir weggelaufen. Was soll denn passieren? Ich möchte das nicht sehen. Ich habe hier persönliches Recht. Ich krieg 500 Euro Rente und so ein Moslem kriegt 670. Haben wir nicht genug Probleme in Deutschland? Ich bin voller Hass. Voller Hass, wenn ich, die müssen weg. Seit einer Stunde warten die Leute hier in Erfurt auf den Haupttrainer, auf Björn Höcke, und er hat gerade angefangen zu sprechen. Und genau mit dieser Lügenpresse wird er gleich auch sprechen. Tausende Mutbürger stehen vor mir und zeigen Gesicht. Sie haben selber mal gesagt, dass die Provokation Ihr Schwert sei. Jetzt provozieren Sie aber auch rechtsideologisch. Sie wissen, dass Sie selber was über das tausendjährige Deutschland gesagt haben. Schämen Sie sich dafür eigentlich nicht? Also das sind schon wieder diese stigmatisierenden Fragen. Versuchen Sie doch mal Fragen zu stellen, die ein Interesse an der Erkenntnis transportiert. Das würde ich mir wünschen. Sie finden nicht, dass Sie mit Ihrer Sprache, mit Ihren Überspitzungen zündeln? Nein, jeder, der einigermaßen im Stoff steht, der ein historisches Faktenwissen hat, kann das einordnen. Und um diese Menschen geht es mir. Jetzt gibt es tatsächlich ein paar Parallelen zwischen Ihnen und mir. Auch ich habe eine Deutschlandfahne. Meine dürfte vielleicht sogar größer sein als Ihre. Auch ich möchte, dass es Deutschland gut geht. Auch ich möchte, dass es für alle Menschen, die hier leben, eine gute Zukunft gibt. Was macht Sie zu einem besseren Patrioten als mich mit ausländischen Wurzeln? Nein, ich freue mich, dass Sie sich als Deutsche fühlen und dass Sie dieses Land genauso lieben wie ich. Und wir stehen ja hier nicht nur für die Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, sondern wir stehen ja auch für die Menschen, die sich hier gut integriert haben und die auch eine Zukunft für unser Land wollen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wie gerade geschehen, Grenzen zu und so weiter und so fort, dann hat man schon den Eindruck, übersetzt und jetzt überspitze ich auch, Deutschland den Deutschen. Nein, wir schüren keine Ängste, sondern wir bieten ja auch Lösungen an. Ich habe vor einigen Monaten gesagt, dass dieses Land auf eine unabwendbare Staatskrise zugeht. Vor kurzem hat der bayerische Innenminister gesagt, dass wir eventuell vor einem drohenden Staatszerfall stehen. Also selbst die Altparteienpolitiker haben manchmal den Mut, Klartext zu reden. Merkel muss weg, Lügenpresse und wir sind das Volk. Wir haben mit einigen Leuten sprechen können. Manches war ein bisschen erschreckend, einiges aber auch erleuchtend. Deswegen würde ich sagen, hat sich die Reise hier nach Erfurt auf jeden Fall gelohnt, auch wenn der Dom immer noch im Dunkeln ist.